Der italienische Profi Rolando Mandragora erhält wegen Gotteslästerung eine Denkpause. Die Serie A sperrte den 21-Jährigen vom Erstligisten Udinese Calcio nach einem Videostudium wegen blasphemischer Bemerkungen für ein Spiel. Mandragora hatte am vergangenen Wochenende während der Partie gegen Sampdoria Genua 1:0 geflucht. Die Champions League-Auslosung live bei Goal. Donnerstag ab 17:00 Uhr rief Mandragora eine Beleidigung der Jungfrau Maria und Gottes. Grund für den Ausbruch war eine Parade von Sampdoria-Keeper Emil Odero. Die Referees bekamen es nicht mit, beim Studium der TV-Bilder wurde von den Lippen abgelesen. Es habe bei der Untersuchung keine Zweifel gegeben, teilte die Serie A mit. Seit 2010 können in Italien solche Vergehen bestraft werden. Serie A Gianluigi Buffo war für sein Fluchen bekannt, Fans kritisierten die Entscheidung. Sie mussten damit warten, bis Gianluigi Red Buffo geht, er hätte sonst nur die Hälfte aller Spiele gemacht, schrieb ein Twitter-User. Ein anderer bezeichnete die Sanktion als Stoff von 1498. Buffo, der im Sommer von Juventus zu Paris Saint-Germain gewechselt war, hatte sich in seiner Zeit in Turin mehrfach für Flüche entschuldigen müssen. Mehr zur Serie A.